Jetzt bin ich richtig gespannt. Ich freue mich, dass Sie so kurzfristig kommen konnten. Muss das jetzt sein? Kannst du mal umschalten? Ich wollte eigentlich das Pokalspiel sehen. Ja, aber ich will die Regional... Ach, guck mal, den kennen wir doch, den Freund. Ich habe diese Pressekonferenz angerufen, um den Spekulationen entgegenzutreten, die sich um die Beziehung zwischen Marlene von Lahnstein und mir ranken. Natürlich haben Sie alle auf große Schlagzeilen gehofft, aber ich bitte Sie, respektvoll mit der Privatsphäre der Betroffenen umzugehen. Was Marlene von Lahnstein und mich betrifft, wir haben uns ausgesprochen und entschieden, dass eine Heirat unter den gegebenen Umständen die falsche Entscheidung gewesen wäre. Aber Sie waren ja nicht nur miteinander verlobt, sondern auch noch gemeinsam in diversen Projekten engagiert. Sie haben zusammen einen Club eröffnet und gemeinsam ein Musical auf die Bühne gebracht. Ich betone nochmals, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben. Ich hege keinerlei Groll. Dann werden Sie also auch in Zukunft noch zusammenarbeiten. Natürlich haben wir auch beruflich eine Einigung gefunden, ja. Das heißt konkret? Das heißt konkret, dass Lily Rose weiterlaufen wird. Und Sie dürfen sich gerne selbst davon überzeugen bei der nächsten Vorstellung. Vorausgesetzt, Sie bekommen noch Karten. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Moment. Moment, Herr von Lahnstein. Das steckt ihr ja gut weg. Ja, Tristan hat ein großes Herz. Ich finde es schön, dass er deine Entscheidung respektiert. Das ist mehr, als ich gehofft hatte. Aber ich wusste gar nicht, dass ihr schon über alles gesprochen habt. Haben wir auch nicht. Ist vielleicht auch gar nicht nötig. Offenbar kann er Berufliches gut von Privaten trennen. Ja, vielleicht sehe ich ihn ja sogar heute noch vor der Vorstellung und wir können normal miteinander reden. Sieht ganz danach aus. Kann ich zahlen? Einen Moment, bitte. Du bist meine Schwester. Dieses Kuscheltier, das habe ich als Baby geschenkt bekommen. Auf dem Foto ist genau das Gleiche. Das kann doch kein Zufall sein. Wenn an der Sache nichts dran ist, dann habe ich ja nichts verloren. Und wenn doch, ist es doch besser, die Wahrheit zu wissen, oder? Ja. Eva, ist okay. Ich mache das. Darf ich kurz? Bitte? Olli hat mir alles erzählt. Sehr enttäuscht. Eine Frau, die vielleicht meine leibliche Mutter ist, ist seit langem tot. Ich kann verstehen, dass Olli da sehr frustriert ist. Ich habe dich gefragt. Ich habe mir nichts erhofft, also kann ich auch nicht frustriert sein. Und warum bist du nach Düsseldorf gekommen? Das frage ich mich mittlerweile auch. Ich denke, weil du was gesucht hast. Oh, komm, jetzt fang du nicht auch noch mit Wahrheit an oder so. Okay, dann fahr nach Hause. Wirf Ollis Nummer weg, deine Entscheidung. Aber ich wette mit dir, ein Restzweifel, ob an dieser Adoptionssache irgendwas dran ist, wird immer bleiben. So, meinst du? Ja, das meine ich. Warum versuchst du nicht, mit Olli die Wahrheit rauszubekommen? Bella, du kannst doch nur gewinnen. Timo, der Enkel von Carissa. Der hat auch erst von seinem Vater erfahren, als der schon tot war. Aber er war alleine, er hatte keine Geschwister. Und du? Du hast einen Bruder. Du hast Olli. Und da willst du einfach so aufgeben?
zu solchen Sachen überredest. Ich bin echt fix und fertig. Sex, Sex, Sex. Haufenweise Sex, ist doch klar. Danke, zu viel Information. Und sag mal, der ganze Krempel hier funktioniert noch, ja? Einwandfrei. Die wurde nur ausgetauscht, weil der Chef so ein stylisches Ding haben wollte. Geil. Oh. Hey, vielen, vielen lieben Dank. Kein Problem. Und viel Spaß beim Sex. Willst du die Sachen gleich ins Bahnhof bringen? Ja, aber erst mal trinken wir was. Komm, ich lade dich ein. Oh. Eva, wir hätten gern noch zwei Eistee. Ja? Großzügig. Ich finde, du solltest noch mal mit Ricardo reden. Ach, das war wahrscheinlich nur so eine einmalige Aktion. Er hat dir eine komplette Speisekarte entworfen. Ja, weil er sich ein paar Gedanken gemacht hat. Schatz, er hat die ganze Zeit von wir und uns gesprochen. Also so, wie er sich ins Zeug gelegt hat, gehe ich davon aus, dass er will, dass du ihn zum Teilhaber machst. Wie bitte? Ricardo will Teilhaber werden? Macht ihr Witze? Ricardo hat eine komplette Speisekarte für Emilio entworfen. Mich würde es nicht wundern, wenn er heute Abend mit einer Kochschürze auftaucht. So habe ich auch geguckt, als ich das gehört habe. Hey Mädels, er will doch nur helfen. Willst du seine Hilfe denn? Bei mir ist in erster Linie wichtig, dass ich immer noch meine eigenen Entscheidungen treffen kann. Ich habe schon genaue Vorstellungen, aber Mensch, ich will ihm nicht vor den Kopf stoßen. Er hat jetzt erst seinen Job im Krankenhaus quittiert, ist durch die Pampa gepilgert auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und Mensch, der ist gerade echt schräg drauf. Am besten, ihr lasst mich mal mit ihm reden. Aber sei ein bisschen einfühlsam, wir Männer sind sehr sensibel. Danke, dass du mich daran erinnerst. Bitte. Was ist denn hier los? Hallo. Mein Schlüssel passt irgendwie nicht mehr. Ja, und? Was machen Sie da? Kriege ich eine andere Garderobe? Keine Ahnung. Weißt du was, warum kommst du nicht einfach in meinem Club vorbei und dann besprechen wir alles? Okay, ich bin in 5 Minuten da. Schön, bis gleich. Desiree? Vielleicht hätten Sie noch Lust auf eine kleine Führung. Und wann können Sie liefern? Ich habe gerade 240 Liter Gefrierschrank gekauft. Super Schnäppchen. Doch nicht etwa für die Bar. Großartig, großartig. Ja, die Lieferadresse haben Sie ja. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und auf Wiederhören. Ja, doch, klar, für Emilio. Er muss doch immer frische Sachen in der Bar haben. Willst du meine Speisekarte sehen? Vielleicht will ja Emilio selbst entscheiden, was er seinen Gästen anbietet. Ah, ich habe so viele Ideen, da kann er sich was aussuchen. Ja, aber es ist seine Bar und seine Entscheidung. Das klingt jetzt fast so, als hätte er sich bei dir beschwert. Ach, Quatsch. Es ist nur, ich finde, du übertreibst. Emilio ist wie ein zweiter Sohn für mich. Da will ich nicht, dass er gleich mit seinem ersten Projekt auf die Nase fällt. Und deshalb machst du es zu deinem Projekt. Du hast recht, ich hätte mich da nie so reinsteigern dürfen, aber ist mal wieder typisch ich. Naja, vielleicht ist Bella ja doch deine Schwester. Das werde ich jetzt nur leider nie rausfinden. Olli, ich hatte schon das Gefühl, dass Bella dich mag und vielleicht überlegt sie sich's ja noch mal anders. Ja, hoffentlich in weiteren 30 Jahren. Dann können wir uns zusammen einen Platz im Seniorenheim suchen. Also ich hatte eigentlich nicht vor, schon mit 60...
Stimmt, Daniel, der vergisst dauernd seinen Schlüssel. Mein Alter, kannst du nicht mehr... Hey. Hast du was vergessen? Schon irgendwie. Au. Hey. Du bist ja eine Memme. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir verwandt sind. Ich möchte das jetzt rausfinden. Und ich möchte einen Gentest machen lassen. Wenn du nichts dagegen hast. Klar. Warum geht's her? Dass du alles an dich reißt. Aber es ist Emilios Bar und er muss seine eigenen Erfahrungen machen. Und wenn er damit auf die Nase fällt, dann ist das sein Problem. Sein Problem. Aha. Was willst du von mir? Ich weiß nicht. Naja, erst machst du einen auf Pferdepfleger, dann pilgerst du durch die Weltgeschichte und jetzt kaufst du Kühlschränke und schreibst Speisekarten. Also entschuldige, aber das wirkt irgendwie verzweifelt. Verzweifelt? Ich? Ja. Seit du nicht mehr als Arzt arbeitest, bist du nicht mehr du selbst. Ich mache mir einfach nur Sorgen. Das ist alles. Hi, Marlene. Hi. Ist das drin? Probier's mal unten, er ist vielleicht im Lager. Okay. Danke. Ich hab's doch nur gut gemeint. Vielleicht etwas zu gut. Was ist eigentlich los? Na, was soll los sein? Diese ganze Aktion. Mir kommt's ein bisschen so vor, als wüsstest du nichts mit dir anzufangen. Ich habe gerade einfach viel Zeit und viel Energie und versuche, das möglichst sinnvoll einzusetzen. Und wie lange soll das noch so weitergehen? Was willst du denn in Zukunft machen? Hör auf, den Dingen auszuweichen. Es wird Zeit, dass du dich mit dir auseinandersetzt. Du bist Arzt. Ein guter Arzt. Der fast seinen eigenen Sohn umgebracht hätte. Aber dein Sohn lebt. Und er ist gesund. Was er nicht mir zu verdanken hat. Wie lange willst du dir das noch vorwerfen? Du musst dich damit auseinandersetzen und dann eine Entscheidung treffen. Die habe ich getroffen. Ja, aber du weichst ständig aus Angst. Wie heute Morgen auch. Du schaffst es ja nicht mal, auf so einen kleinen Schnitt ein Pflaster drauf zu kleben. Ja, aber das sag ich doch. Schön. Wenn du damit so weiterleben willst. Aber dann steh wenigstens dazu, dass das keine Entscheidung ist, sondern nur eine Flucht aus Feigheit. Das sagt die Richtige. Ich bin vielleicht feige. Aber nur, weil ich nicht denselben Fehler zweimal machen will. Aber du hast gerade deinem Bruder seine Verlobte ausgespannt und ihm damit den Rest seines Lebens ruiniert. Ein bisschen mehr Rücksicht hätte dir dabei gut zu Gesicht gestanden, findest du nicht? Also pass auf, wen du verurteilst und kehr vor deiner eigenen Tür. Geh doch schon mal hoch, ich komm gleich. Die Aktion mit dem Haar hättest du dir sparen können. Ja, ich wusste doch auch nicht, dass man heutzutage Wattestäbchen dafür benutzt. Guckst du in die Krimis? Hab ich wohl nicht so aufgepasst. Hast du gedacht, dass das so lange dauert? Eine Woche. Das geht im Krimi eindeutig schneller. Ja. Ja, gut, ich muss dann auch mal gucken, dass ich den letzten Zug nach Tübingen kriege. Wollen wir die Ergebnisse nicht zusammen abholen? So lang ist eine Woche auch nicht.